Liebe Freunde vom Kanusport und die, die es noch werden könnten, im Namen der Kanuwelt Buch sage ich herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Kanuwelt Wochenaktuell. Aus aktuellem Anlass heute zum Thema Nebel, aber zuerst der Ausblick auf die kommende Woche. Wetter wäre gut, aber eben, wir haben etwa die kleinen Nebel. Wir haben jetzt die regelmäßigen Trainings festgelegt. In der einen Woche findet das jeweils am Samstagnachmittag statt, in der anderen Woche dann am Dienstagabend. Wenn ihr also Lust habt, ein bisschen an der Technik zu fehlen, ein bisschen etwas für eure Fitness zu machen, dann kommt ihr doch mit bei uns an Kajak-Treff. Und diesen Sonntag führen wir dann auch das erste Mal eine Fondue-Tour durch. Es wird nämlich gut Wetter sein und wir haben genügend Anmeldungen. Es sind noch ein paar freie Plätze, also wenn ihr auch noch kommen wollt, www.kanuwelt.ch, dort könnt ihr euch anmelden. Aber jetzt eben zum Thema Nebel. Ich bin vorher losgefahren. Der Nebel hat zugenommen, Sichtweite etwa noch 50 Meter. Ich habe mal kurz den Ufer verlassen, dachte, ja, ich paddel einfach in die nördliche Richtung. Und bereits schon nach 5 Minuten habe ich die Orientierung verloren. Das seht ihr dann auch auf meiner GPS-Karte, die ich einblende. Ich habe dann nur noch dank dem GPS den Weg zurückgefunden als Ufer. Und ich muss sagen, es ist schon recht eindrücklich, wie schnell dass man die Orientierung verlieren kann auf dem See bei Nebel. Darum, jetzt im Herbst und Winter, wenn es jederzeit Nebel geben kann, empfehlen wir euch, fahrt am Ufer entlang auf Sichtweite, habt ein GPS oder einen Kompass dabei, oder besser noch beides, damit, wenn ihr mal die Sicht zum Ufer verliert, wieder zurückfindet. Ja, in dem Sinne, eben Sorge, habt eine gute Woche. Ciao zusammen.